أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا، إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب، في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء، فليعد للدين مجد وليعد للدين عز. يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا، إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب. Nächste Frage im Buch, liebe Geschwister. So stellt der Autor die Frage: ما دليل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ Was ist der Beweis, dass Muhammad صلى الله عليه وسلم der Gesandte Allahs subhanahu wa ta'ala ist? Allah subhanahu wa ta'ala sagt: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. Zu euch ist ein Gesandter von euch gekommen. Das heißt, aus eurem Volk. Wer hat ihn zu euch entsandt? Allah subhanahu wa ta'ala. Liebe Geschwister, wir sollten wissen, dass diese Religion nur eine Religion des Beweises ist. Wir können nicht einfach sagen, der ist der Gesandte Allahs oder der ist der Gesandte Allahs, wenn wir keine Beweise dafür haben. Hier würden wir Chaos in die Religion hereinbringen. Natürlich, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er wurde bestätigt von Allah subhanahu wa ta'ala, indem Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Muhammad was sagte? Muhammad, na'am, Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist der Gesandte Allah. Ihr werdet ihm jetzt sagen, Abul Bara, willst du uns auslachen? Denkst du, wir wissen das nicht? Gab es nicht Leute, die gesagt haben, ich wäre ein Prophet? Antwort, ja oder nein? Nein. Ja, wurden sie gefolgt? Ja. Wer zum Beispiel, wen kennt ihr? Ahmed Mirza von Ahmad al-Nadim. Shaytan Ahmed Mirza. Shaytan Aduullah Ahmed Mirza. Der Führer von den Qadianis. Die nennen sich Ahmadiyya, aber dieser Name geziemt sich nicht für diese Leute. Dieser, der hat gesagt, ich wäre was? Der Prophet Allahs. Aber subhanallah, Allah hat uns bestätigt, dass er nicht der Prophet Allahs ist. Der ist auf Toilette gestorben, indem die Najasa aus seinen Augen und aus seinem Mund herauskam. Allah hat ihm eine schwere Krankheit gegeben, die sich Cholera nennt. Allah bestraft, wem er will. Auf jeden Fall auch diejenigen, die seine Feinde sind. Deswegen, wir brauchen einen Beweis dafür, dass jemand der Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala ist. Wir brauchen einen Beweis, dass Allah subhanahu wa ta'ala jemanden auch als Gesandten Allahs bezeichnen. Und du solltest wissen, du wirst im Grab nach diesem Teil der Shahada gefragt. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. So heißt es an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wa arda, er sagte, shahidtu ma'ar Rasul sallallahu alayhi wa sallam janaza. Ich begleitete mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen Toten zu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der Gesandte Allah sagte: "Ayyuhan nas, inna hadhihi al-umma tubtala fi quburiha." O ihr Menschen, wahrlich diese Umma, meine Umma, die Umma von mir, sie werden in ihren Gräbern geprüft. Sie werden in ihren Gräbern geprüft. Fa idha al-insanu dufn, wenn der Mensch begraben wird, فَتَفَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابًا, so werden sich seine Gefolgsleute, seine Freunde, seine Gefährten von ihm entfernen. جَاءَهُ مَلَكْ فِي يَدِهِ مِتْرَاقٍ, so kommt ein Engel zu ihm, der in der Hand einen eisernen Hammer hält. Einen Hammer aus Eisen in der Hand hält. فَأَقْعَدَهُ قَالْ, so wird dieser Engel ihn hinsetzen, diese Person, der jetzt im Grab befragt wird. مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلْ, was sagst du über diese Person? Wen meint er? Na? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Schaut mal. فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Wenn er ein Gläubiger war, dann wird er sagen, ich bezeuge, dass niemand
mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesandter ist. Wonach wird er gefragt im Grab? Nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wichtige Angelegenheit, dass du Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanntest. Antwort? Hören wir weiter. Wa in kana kafira. Wenn er aber was ist? Ein Kafir. Au munafiqa. Au, oder? Ein Heuchler. Ma taqulu fi hadha ar-rajul. Dann wird er gefragt, was sagst du über diesen Mann? Man meint natürlich Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sagt er, dieser Kafir oder Munafiq. La adri. Sami'tu an-nasa yaquluna shay'a. Ich weiß es nicht. Ich habe lediglich die Leute gehört, wie sie etwas sagen. So wird zu ihm gesagt, zu diesem Kafir oder Munafiq, der Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht gefolgt hat, so wird zu ihm gesagt, La darait, wa la talait, wa la tadait. Du wusstest nicht, Jahil. Hat ihn dieser Jahil genützt an diesem Tag? Antwort. Du wusstest nichts und bist nicht denen gefolgt, die Bescheid wussten. Und du warst nicht recht geleitet. Passt auf. Was wird mit ihm gemacht? ثُمَّ يَقْمَعُهُ قَمْعَ بِالْمِطْرَاقِ. Dann wird ihm ein Schlag mit diesem Eisenhammer gegeben. Yes, يَسْمَعُهَا خَلْقُ اللَّهِ كُلُّهُمْ غَيْرَ الثَّقِلَيْنِ. So wird alles in der Schöpfung Allahs diesen Schrei von dieser Person hören, der mit dem Eisenhammer auf dem Kopf bekommen hat, außer die beiden ثَقَلَيْن, das sind die Menschen und die. Alles andere hört sein Schrei. Was denkt ihr? Ist das eine leichte Sache? In einer Überlieferung heißt es, wenn die Gestalt mit diesem Eisenhammer zuschlägt und es würde ein gewaltiger Berg da sein, so würde dieser Berg in Stücken zerbrüsten. Was denkt ihr über die Heftigkeit dieses Schlages? In einer weiteren Überlieferung heißt es, wenn dieser Hammer versucht werden würde, von den Einwohnern in Mina getragen zu werden, dann wären sie nicht in der Lage, auch wenn sie sich dazu versammeln würden. Alle Leute von Mina, wenn sie sich versammeln würden, diesen Eisenhammer zu tragen, wären sie in der Lage dazu, Antwort? Damit wird ihm ein Schlag versetzt. A'udhu billah. Das bedeutet, dieser war ein Jahil und er ist nicht denjenigen gefolgt, die Bescheid wussten. Was war die Konsequenz? Was hat er bekommen? Eine. Und das sagen wir an alle, die denken, man muss seine Religion nicht lernen. Denkst du einfach, die Sache mit der Frage im Grab ist, dass du sagst, ja, Muhammad s.a.w. war der Gesandte Allahs? Nein, du wirst die Frage nicht beantworten können, außer was? Wenn du danach gelebt hast. Wenn du danach gelebt hast. Subhanallah al-Azim. Das heißt, dieses Wort, Muhammad Rasulullah, wird für dich oder gegen dich sein. Und am Tage der Auferstehung, wenn die Muslime zu dem Becken des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommen, um aus seiner gesegneten Hand zu trinken. Denn ihr müsst euch vorstellen, liebe Geschwister, an diesem Tag wird es sehr heiß sein. Es wird ein Schicksalsschlag nach dem anderen kommen. Dann gehen die Leute, nachdem sie die Abrechnung vollzogen haben, sie gehen zu dem Haud, zu dem Becken von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dieses Becken, wenn man aus der Hand des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam trinkt, so wird man nie mehr danach durstig sein. Dann wird es eine Person geben, der heißt auch Muhammad, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Er heißt wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist keine Überlieferung. Ich gebe euch nur den Sinn wieder von dieser Überlieferung, die wir kennen. So wird diese Person genommen von den Engeln, damit sie ihn in das Höllenfeuer tragen. Dann wird der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagen, er wird sagen, innahu min ummati. Er gehört zu meiner Umma, zu meiner Nation. Subhanallah al-Azim, passt auf. Dann sagen die Engel zu ihm, zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, über diesen Muhammad, der nur mit Namen Muhammad hieß, aber nichts von der Religion praktiziert hat. Sie sagen zu ihm, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'da. Du weißt nicht, was sie nach dir gemacht haben. An was? Was haben sie geändert? Na, sie haben Bid'a gemacht, Neuerung, Dinge, die nicht zur Religion gehören. Was haben sie noch gemacht? Dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht befolgt, eine total andere Religion gelebt als Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Schaut mal, subhanallah, wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam hört, dass diese Engel ihm sagen, du weißt nicht, was sie nach dir gemacht haben, ist er der barmherzigste Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Er wird sogar sein Bittgebet aufheben, damit er am Tage der Auferstehung für wen Dua macht? Für die Muslime. Schaut mal, was er sagt über diese Leute, die ihm nicht gefolgt sind und die Juhal durch und durch waren, die nur mit dem Spiel des Lebens beschäftigt waren. Er wird sagen, Suhkan, Suhkan, liman ghayyara ba'di. Weg mit ihnen, die nach mir geändert haben. Allahu Akbar. Weg mit ihnen, die nach mir geändert haben. Bedeutet, ich spreche mich von diesen Leuten. Was denkst du, was du für ein Mensch sein musst, damit der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, der zweifelsohne der barmherzigste Mensch aller Menschen war, dass er sich von dir freispricht? Und was denkst du, wie viele Tränen du an diesem Tag weinen wirst? Warum? Wir haben jetzt die Möglichkeit, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Aber es interessiert uns nicht. Und deswegen sollten wir wissen, niemand von uns, wallahi al-azim, niemand von uns wird mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Jenseits zusammen sein, außer wenn man ihn schon im Diesseits, was? Gefolgt hat. Willst du mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Jenseits zusammen sein, dann musst du ihn hier in dieser Dunya folgen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يَوْمَ لَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعُ. An diesem Tag wird Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten nicht in Schande stürzen und auch nicht diejenigen, die mit ihm geglaubt haben. Allahu Akbar. Schau mal, Allah gibt dir hier was? Sicherheit. An diesem Tag wird wer nicht bestraft? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die mit ihm zusammen waren. Und die anderen, die ihm nicht gefolgt sind, was werden sie bekommen? Eine Schande, eine Strafe. Deswegen ist hier die Frage, liebe Geschwister, und wir beenden gleich. Nimmst du dir den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur in bestimmten Dingen zum Vorbild? In Sachen, die mit deinem Gelüst übereinstimmen? Zum Beispiel der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, liebgemacht wurden wir in der Dunya, was? Zwei Sachen. Wer kennt sie? Die kennt jeder natürlich. Na? At-tib wa nisa. Parfüm und Frau. Sagst du, schau mal, wie ich den Propheten sallallahu alaihi wasallam treu. Treu! Und er schreit das in die Welt hinaus. Subhanallah al-Azim. Jedermann liebt Parfüm und Frau. Da bist du nichts Besonderes. Aber folgt jedermann wem? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hier stehst du allein. Hier stehst du alleine. Deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mu'minin illa wa ana awla an-nas bihi fi ad-dunya wal akhirah. Iqra'u in shi'tum, an-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim." Niemand ist ein wahrer Gläubiger, außer dass ich vor ihm stehe. Vor ihm selber bedeutet, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat über dich ein größeres Anrecht als du über dich selber. Allahu Akbar. In der Dunya und in der Akhira, so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liest, wenn ihr wollt, welche Ayah? Der Prophet steht den Gläubigen näher als sie sich selber. Wie verstehen wir das? Einmal war Umar ibn al-Khattab radiallahu an und er sagte zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulallah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay illa min nafsi. O Gesandter Allah, du bist mir lieber als alles außer mir selber. Hauptabi'i, das ist eine ganz normale Liebe. Jeder liebt sich meistens. Hä? Am meisten. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فقال النبي صلى الله عليه وسلم, لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. Nein, bei dem, in dessen Hand meine Seele liegt, bis ich dir lieber bin, als du dir selber. فقال له عمر, so sagte عمر رضي الله عنه, لا أنت أحب إلي من نفسي. Du bist mir lieber als ich mir selber. Schaut mal, subhanallah. Yani, er war gerade dort, dass er gesagt hat, ich liebe mich mehr als alles andere. Und plötzlich, nach zwei Worten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat er was geändert? Seine gesamte Einstellung. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. Dann sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, jetzt, o Umar. Jetzt bist du ein wahrer Gläubiger. Was bedeutet das? Das bedeutet, liebe Geschwister, warum hat Umar radiallahu anhu das geändert? Weil erstmal sagte er, was er wirklich dachte. Aber nachdem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm geschworen hat, dass er den Propheten mehr lieben muss als sich selber, dann wusste Umar radiallahu anhu, wenn ich meinen Glauben vervollständigen möchte, dann geht das nur über diesen Weg. Der Erfolg in der Dunya und der Verlust vor der Akhira ist damit verbunden, ob ich wen mehr liebe als mich selber, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedeutet mit anderen Worten, als der Beweis da war,
musste was entschwinden? Das? Das Gewiss. Schaut mal, subhanallah al-Azim. Als der Beweis aber, als er am Anfang gesagt hat, ich liebe mich mehr als alles andere, war der Beweis da? War der Beweis da? Nein. Aber als der Beweis da war, das ist ein Mu'min, dann sagt er, weg mit meinen Gelüsten und her mit dem Beweis. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das lernen. Und ich schließe ab, liebe Geschwister, jeder muss verstehen. Wenn du dir vorstellst, wenn du, lieber Bruder und liebe Schwester, dir vorstellst, mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu sein und du fühlst, dass du fast sterben würdest, wenn du nicht sofort etwas trinkst. Stell dir vor, du bist in einer Wüste und es gibt nichts zu trinken. Und du weißt, jetzt ist das Ende. Es sei denn, ich trinke jetzt aus dieser Flasche, wo noch etwas Wasser ist. Wenn du jetzt das Gefühl hast, ich alleine muss trinken. Nein, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dir zusammen ist, muss wer zuerst trinken? Nein. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Deswegen sagte Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an, als er sich auf Reise begeben hat mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und es war wahrlich eine gewaltige Hitze und Abu Bakr war ausgeschlaucht und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie waren zermürbt, zermittert von diesen Anstrengungen in der Wüste. Und ihr könnt euch vorstellen, lange Reisen in der Wüste zu machen, liebe Geschwister. Am Abend, dann haben sie sich hingelegt. Abu Bakr dachte, er wird gleich sterben. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war auch am Ende. Und ihr müsst euch vorstellen, in so einer Situation, wo man denkt, jetzt kommt der Todesengel, weil ich kurz vorm Verdursten bin. Wen wird man hier am meisten bevorzugen? Antwort? Sich selber. Schaut mal, was Abu Bakr as-Siddiq gesagt hat. Er sagte, فَعَطِشَ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So bekam der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Durst. So bekam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Durst, dann nahm Abu Bakr eine Schale und er sagte, فَشَرِبَ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam حَتَّى رَضِيت. Allahu Akbar. So sagte er, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an, ich gab ihm zu trinken und er hat so lange getrunken, bis ich zufrieden war. Allahu Akbar. Er hat so lange getrunken, bis wer zufrieden war? Hatte Abu Bakr zu diesem Zeitpunkt schon getrunken gehabt? Antwort? Der Prophet steht den Gläubigen näher als sie sich selber. Wenn du das nicht lernst, dann wirst du ein großes Defizit haben in deinem Glauben. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Vorweg möchte ich eins sagen, liebe Geschwister, wir werden unsere Religion nicht lernen, wenn wir nicht das aufschreiben, was wir gehört haben. Denn wenn man dieses nicht aufschreibt, dann wird man das sehr schnell vergessen. Ihr müsst mal überlegen, wie viele Informationen bekommt ein Mensch am Tag. Sehr, sehr viele. Und es kann sein, dass er die vielleicht für eine Stunde oder zwei Stunden, vielleicht sogar fünf Stunden behält, wenn er ein gutes Gedächtnis hat. Aber danach hat er am nächsten folgenden Tag alles vergessen. Deswegen, so haben die Salaf-Gelehrten das gemacht. Sie haben geschrieben, nur damit sie etwas mit diesem Material anfangen können. Und es gibt dazu viele lustige Geschichten. Vielleicht können wir die mal an einer anderen Stelle machen, inshallah ta'ala. Aber wichtig ist, wir sollten lernen, dass wir aufschreiben. Denn wenn wir etwas hören und dieses aufschreiben, so festigen wir es noch mehr. Und ihr solltet eine Sache wissen, liebe Geschwister, es gibt nicht viele Unterrichte, wo gesamte Bücher erklärt werden von den großen Gelehrten, die auf Deutsch übersetzt werden. Daher sollte jeder diese Möglichkeit nutzen, um bei solchen Unterrichten, die übersetzten Unterrichte, letztendlich sage ich euch nur, was wir von den Gelehrten gehört haben, und dieses übersetze ich einfach in die deutsche Sprache, indem man aber manchmal hier und dort etwas erklärt, weil wenn die Gelehrten sprechen, dann sprechen sie nicht unbedingt immer auf dem Niveau von den Leuten, die ganz am Anfang sind, sondern sie sprechen vor Tulab al-Ilm, das bedeutet vor Leute des Wissens, die schon gewisse Grundlagen sich angeeignet haben. Und daher, liebe Geschwister, muss man das eine oder andere nochmal erklären, aber kein Problem, das machen wir sehr, sehr gerne, wie ihr das auch von unseren Unterrichten gewohnt seid. Aber bitte, ich habe nur eine Bitte, dass man auch aufschreibt, was man hört, weil ihr sollt dieses Wissen weitergeben. Und die Aqida, mit der wir uns hier beschäftigen, insbesondere mit diesem Buch, welches heißt, na, wie heißt das Buch? Nicht, dass man das vergessen hatte, inshallah, Mohammed. 200 Fragen über die islamische Aqida. 200 Fragen zur islamischen Aqida. Wer ist der Autor? Who is the Muallif? Das war Englisch-Arabisch gemischt. Na? Sheikh Ahmed bin Hafid.
Das war ja. Na, Tadal. Sheikh Hafiz bin Ahmed al-Hakami. Hafiz bin Ahmed al-Hakami. Wer schreibt, der bleibt. Das ist die Sache. Deswegen, inshallah ta'ala, das sollten wir lernen umzusetzen, dass wir immer dieses aufschreiben, liebe Geschwister. Und verlasst euch nicht auf die Unterrichte, die dann irgendwann im Internet sind. Das ist richtig. Aber ich sage euch eine Sache, zu Hause einen Dars zu verfolgen, ist ganz anders als in der Moschee. Zu Hause, da machst du dir ein leckeres Baguette, ja? So zwei Etagen mäßig. Salami, dann die Knoblauchsoße dazwischen. Manche schieben noch einen Schokoriegel rein, wenn sie ganz komische Tage haben. Und dann essen sie und sie telefonieren nebenbei und nebenbei gucken sie diesen Dars. Frage, was haben sie denn tatsächlich von diesem Dars dann gelernt? Und das ist normal so bei uns. Ich mach das, ihr macht das. Und deswegen, liebe Geschwister, sollen wir uns nichts vormachen. Aber hier in der Moschee, Alhamdulillah Rabbil Alamin, haben wir unsere Ruhe. Und wir können uns einzig nur alleine auf die Erlernung der Religion, dass wir nur uns darauf konzentrieren. Und das ist eine großartige Sache. Ihr seid hier im Dschihad, damit ihr das wisst. Nicht, dass ihr jetzt eure Waffen rausholt. Im Dschihad bedeutet, das Streben nach Wissen ist Dschihad, wie Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu arda, einer der größten Gefährten vom Wissen her, vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gesagt hat, liebe Geschwister. Das heißt, wenn man jetzt in dem Moment sogar sterben würde, würde man sterben auf einer, der sich wo befunden hat, auf Sabilillah, auf dem Weg Allahs subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nur dann sterben lassen in einer Situation, wo er mit uns zufrieden ist. Allahumma amin. Das nur vorweg, das ist eine Bitte von mir. Und inshallah ta'ala, wir fahren fort, unsere Aqida zu festigen. Nochmal, was bedeutet das Wort Aqida? Wir hören das so oft hier links und rechts, aber was bedeutet dieses Wort? Al-Aqida. Na, Ibrahim. Aqida bedeutet alles. Aqida ist alles, woran man glaubt. Ich würde sagen, so im Herzen. Und man hat keinen Zweifel daran. Also man ist Zweifel, man hat keinen Zweifel. Okay, der Bruder sagt, alles, woran man im Herzen glaubt, mit Gewissheit. Gewissheit und man hat keine Spur an Zweifel. Okay. Langnese-Eis ist das beste Eis für mich. Ist das Aqida? Ich glaube fest im Herzen daran. Mit Yakin. Es gibt kein besseres Eis als das Langnese. Langnese heißt das, ne? Langnese-Eis. Ist das Aqida? Ich habe keinen Zweifel daran. Du kannst mir Magnum bringen, bei mir ist Langnese angesagt. Ist das Aqida? Na, so ein. Ja oder nein? Ihr lacht. Na? Wir reden über die Religion. Dass du vielleicht diesen kleinen Zusatz noch machst, inshallah ta'ala. Na? Das ist wichtig, damit jeder auch weiß, wir reden hier über die Religion. Na? Weil Dunya-Sachen sind wieder eine ganz, ganz andere Sache. Tayyib, liebe Geschwister, das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, ma dalil shahada anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Was ist der Beweis, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist? Wer sagt mir den Beweis, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist? Dawud. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Muhammad, na'am, Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Gesandte Allahs. Vielleicht sagt der eine oder andere jetzt, das ist alles, was wir hier lernen. Hätten manche Leute dieses gewusst, wären sie nicht irre gegangen. Frage, gab es Leute, die haben sich einen anderen Propheten genommen, außer Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obwohl er der Letzte war, nach ihm, und sie haben Tausende, ja sogar Millionen von Anhängern gehabt? Antwort? Antwort ja. Taib, jetzt kommt einer zu dir. Okay, sein Name ist Shaki Baki. Er kommt aus Kreuzberg, er sagt, ich bin der neue Prophet, folgt mir. Ha? Sieht ein bisschen komisch aus und redet ein bisschen komisch, aber er sagt, das ist so meine Art und ich bin euer neuer Prophet. Was sagen wir ihm? Hm? Was sagen wir ihm? Na,
Richtig. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mit ihm wurde die Botschaft abgeschlossen. Nach ihm kommt keiner mehr. Dieses ist klar belegt in Koran und Sunna, liebe Geschwister. Aber trotzdem, schaut mal, subhanallah al-azim, die Unwissenheit der Menschen, sie haben sich andere Propheten nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam genommen. Dieses nur deswegen, weil sie unwissend sind. Eine von diesen Gruppierungen, und ich warne euch vor ihr, sie sind keine Muslime, geht bloß nicht in ihre Gebetshäuser, ich sage Gebetshäuser, nicht Moschee, und bringt nicht eure Kinder dorthin, die heißen Al-Qadianiyya. Qadiani. Die nennen sich Ahmadiyya, aber sie haben nichts mit diesem Weg zu tun. Diese Leute, sie folgen einem anderen Propheten als Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und zwar Ahmad Mirza, der wal'iyadhu billah auf Toilette gestorben ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm geben, was er verdient. Alayhi min Allahi ma yastahiq. Diese Leute, wal'iyadhu billah, die Allahs Barmherzigkeit einfach zur Seite geschoben hat. Was hat Allah über den Gesandten gesagt? Sallallahu alaihi wa sallam. Wa ma? Auf Arabisch? La. Wa ma? Wa ma? Wa ma? Sprich mir nach. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Sag mal alle. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً. إِلَّا رَحْمَةً. Seht ihr, so hört ihr zu. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. بارك الله فيكم. Für eure ganze Unaufmerksamkeit. Ihr habt mich richtig demotiviert gerade. Auf jeden Fall. Diese Sache ist klar. Der Prophet wurde als Barmherzigkeit entsandt, aber dieser Mensch, wal'iyadhu billah, Kreatur nennen wir ihn, der sich auch als einen Gesandten, als einen Propheten gesehen hat, der hat einfach mal die Barmherzigkeit Allahs zur Seite geschoben und wollte anstatt der Barmherzigkeit Allahs zur Seite treten. A'udhu billah. Stellt euch mal vor, wie schlimm das ist, dass man seine Religion nicht kennt. Und was denkt ihr, die ihm folgen? Sind sie Johal oder sind das Leute, die Wissen haben? Was denkt ihr? Na? Sind Johal. Wenn heute Dieter Bohlen sagen würde, ich bin Prophet, die würden ihm glauben. Das ist das Problem, dass wir in einer Zeit leben, wo die Menschen sehr, sehr unwissend sind, liebe Geschwister. Und das darf einem Muslim nicht passieren, denn hier geht es um die Religion. Muhammad, Rasulullah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Dann haben wir darüber gesprochen, ma ma'na shahada anna Muhammadan sallallahu alaihi wa salam Rasulullah. Was bedeutet die Shahada überhaupt, dass Muhammad sallallahu alaihi wa salam der Gesandte Allahs ist? Was haben wir gesagt hierüber? Doch, haben wir letztes Mal gemacht. Da bin ich mir sicher, sicher, sicher. Nee, wir haben das gemacht. Was bedeutet das? Davor, ja, nee, den Mittwoch. Sagt's gleich, ihr habt's vergessen. Wie immer. In der Schule vergisst ihr und in der Moschee vergisst ihr. Welchen Ort sollen wir euch holen, wo ihr nicht vergesst? Na. Das ist der Prophet, der einzige ist, also, der in der Anbetung befolgt werden soll. Wir haben natürlich. Na. Erstmal, dass man an alles glaubt, was er uns gesagt hat. Dass man ihn nicht leugnet, dass man ihm folgt in dem, was er uns anbefohlen hat, dass man das verlässt, was er verboten hat. Mhm. Das heißt, wir sagen doch, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Wie viele Glaubensbekenntnisse sind das? Zwei. La ilaha illallah, ein Teil, Muhammad Rasulullah, der andere Teil. So, wenn wir sagen La ilaha illallah, dann sprechen wir das mit der Zunge. Wir verinnerlichen das im Herzen und übersetzen das mit Taten. Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala, niemand darf mit Recht und Wahrheit angebetet werden, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wir gehorchen Allah subhanahu wa ta'ala. Wir machen, was er uns geboten hat. Wir verlassen, was er verboten hat. Dieses alles, was damit zusammenhängt, dasselbe ist auch mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn wir sagen, Muhammad Rasulullah, und das ist der zweite Teil vom Glaubensbekenntnis, wir haben das alles schon studiert, liebe Geschwister, und bei euch ist das alles intus, alhamdulillah. Muhammad Rasulullah bedeutet ebenfalls, wir sagen das mit der Zunge. Wir bestätigen das in unserem Herzen und transportieren das mit unseren Taten. Was heißt transportieren das mit unseren Taten?
dass wir das praktizieren, was er uns gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Wenn er uns gewisse Dinge gesagt hat, dann sind wir genauso verpflichtet, liebe Geschwister, weil manche Leute, sie machen einen deutlichen Unterschied zwischen dem Koran und der Sunna. Manch einer könnte dich fragen, woher hast du dieses Gebot? Das steht nicht im Koran. Aber wir sagen ihnen, nein, nicht alles steht nur im Koran. Denn wir haben im Islam zwei Quellen. Einmal den Koran al-Karim und einmal die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam al-Awza'i, einer der Tabi'in und der großen Gelehrten, er sagt, Al-Quran, yani Al-Kitab, Ahwaja. Der Koran braucht die Sunna mehr als die Sunna den Koran. Habt ihr das alle vergessen? Verstanden? Hat man das verstanden? Der Koran braucht die Sunna mehr als die Sunna den Koran. Frage, was ist hiermit gemeint? Was ist hiermit gemeint, Shadi? Dass in der Sunna alles erklärt ist, detailliert ist. Und die Sunna erklärt den Koran. Die Sunna erklärt den Koran. Natürlich, weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde gesandt, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, liubayyin, damit er uns den Koran was? Erklärt. Wie viele Dinge könnten wir nicht im Koran verstehen, wenn wir nicht wüssten, was die Sunna uns dazu sagt, liebe Geschwister. Deswegen, nicht alles steht im Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und was euch der Gesandte gibt, das nimmt. وَمَا أَتَاكُمْ رَسُولٌ فَخُذُوهُ. Und was euch der Gesandte gibt, das nimmt. Und was euch der Gesandte verboten hat, dessen enthaltet euch. Das heißt, es gibt Urteile aus der Sunna, die sind was? Die sind? Pflicht? Na, Frage, steht das Seide zu tragen verboten ist für Männer im Koran oder wo steht das? Na, in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in einer Überlieferung bei Ibn Majah, rahimullah ta'ala. Das heißt, das Verbot für die Männer, nicht für die Frauen, für die Männer Seide zu tragen steht in der Sunna und nicht im Koran. Aber Frage, ist das ein Verbot? Antwort, das ist ein Verbot. Deswegen, nicht alles steht im Koran, liebe Geschwister, sondern manche Sachen stehen im Koran und manche in der Sunna. Das haben wir gemacht, die Bedeutung der Shahada. Und wir haben gesagt, wenn ein Mensch in sein Grab gelegt wird, wird man nach dieser Shahada gefragt? Antwort, ja. Ihr wisst, es kommt ein Engel zu einer Person, der im Grab liegt. Dann fragt er diesen Mann, der im Grab liegt, den Toten, was sagst du über diesen Mann? Und er meint wen? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was sagt der Kafir oder Munafik? Was sagt er? Na? Er häschelt nur. Er weiß nicht, was er sagen soll. Und dann sagt er, ich habe nur das gesagt, was ich von den Leuten gehört habe. Walayyadu billah. Guck mal, man hat dieses und jenes erzählt, schaut mal, ohne Wissen, im Dalal. Und hier hat er vielleicht über die Gläubigen gelacht, aber an diesem Tag wird er keine Gelegenheit haben zu lachen. Und der Gläubige sagt was im Grab? Hä? Wenn er gefragt wird, wer ist dieser Mann, dann sagt er, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Dann sagt der Engel, wir wussten, dass du die richtige Antwort geben wirst, und dann wird ihm ein Fenster aufgemacht zur Hölle. Allahu Akbar. Mit der richtigen Antwort, ja. Aber dann sagt man ihm, das wäre dein Platz gewesen, wenn du nicht die richtige Frage beantwortet hättest. Allahu Akbar. Was denkt ihr, wie er sich fühlt, nachdem ihm aber dann sein richtiger Platz gezeigt wird? Deswegen, diese Sache, liebe Geschwister, ist nicht nur eine Sache, die wir mal so nebenbei lernen. Nein, dieses wird im Grab gestellt, diese Frage. Die Frage auch in dem Buch, was ist das eine Glaubensbekenntnis ohne das andere Glaubensbekenntnis? Antwort, ein Glaubensbekenntnis hat keine Gültigkeit ohne das andere. Ein Glaubensbekenntnis hat keine Gültigkeit ohne das andere, liebe Geschwister. Das heißt, derjenige, der nur sagt, Ashhadu an la ilaha illallah, das ist schon mal gut. Du hast schon mal einen Schritt ins Paradies gesetzt. Aber jetzt kommt auch noch was Wichtiges. Muhammad Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, wenn er dieses nicht bestätigt, so ist er kein Muslim. Das heißt, das eine Glaubensbekenntnis ohne das andere ist zu akzeptieren? Antwort: Nein, liebe Geschwister, dieses darf nicht akzeptiert werden. Und in der Tat, ich habe das selber gehabt, eine Person kam zu mir, er hat gesagt, ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf. Alhamdulillah, du hast dich gefreut, aber jetzt kam der Teil, aber ich bestätige Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht. Subhanallah al-Adim. Er sagt, ich folge Isa. Natürlich, wir folgen auch Isa und wir folgen allen Propheten, aber unter ihnen der letzte, den wir befohlen wurden, wo wir befohlen wurden, ihm zu folgen, war wer? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und damit ist diese Person nicht ein Muslim geworden. Und auch die sieben Bedingungen, die wir genannt haben bei La ilaha illallah, die waren eine kleine Erfrischung, inshallah. Ich weiß, dass ihr das wisst. Jeder nennt mir eine, aber nach der Reihe, inshallah. Naif. Al-ilm. Al-ilm, das Wissen. Yaqin. Al-yaqin, die Gewissheit. Akzeptanz. Akzeptanz. Al-qabul. Danach kam, nach Al-qabul kam. Al-Inqiyad bedeutet die Gehorsamkeit mit Unterwerfung. Danach Al-Ikhlas. Kam Al-Ikhlas oder As-Sidq erstmal? Sidq. As-Sidq, die Wahrhaftigkeit. Dann Al-Ikhlas und zum Schluss Al-Mahabba, die Liebe. Auch diese Shurut, diese Bedingungen gelten für das zweite Glaubensbekenntnis bezüglich Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie gelten ebenfalls für Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und damit weiß jeder, dass das Glaubensbekenntnis nicht einfach eine Sache ist, die ohne Folgen sein wird, sondern im Gegenteil, derjenige, der sich für diese Religion entscheidet, so alhamdulillah, wird er am Tage der Auferstehung zu den glücklichen Gewinnern gehören. Aber bevor er das ewige Paradies betritt, muss er hier Allah subhanahu wa ta'ala beweisen, dass er auch wirklich ein Gläubiger ist und das Leben eines Gläubigen lebt. Liebe Geschwister, das ist natürlich der Kern unserer Religion. Und wir unterscheiden natürlich, dass wir eine Sache nur sagen oder eine Sache auch tun als solches. Das wird am Tage der Auferstehung dann unsere Waagschalen entweder erschweren oder erleichtern. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, den, dessen Waagschalen schwer sind, das bedeutet an guten Taten, der wird zu den Gewinnern gehören. Und den, dessen Waagschalen leicht sind, bedeutet, der ein Sünder durch und durch war, weil er auch nicht das Gute gemacht hat, so wird er, walayadu billah, unter den Verlierern sein. Dieses war heute ein kleiner Auszug aus den Fragen. Und das nächste Mal fahren wir fort, insha'Allah ta'ala, liebe Geschwister, mit dem Thema Al-Iman, das wichtigste Thema, was wir nächste Woche behandeln werden. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.